Yassin Mohamed 31 und Alicia Costa Pinheiro werden immer noch miteinander in Verbindung gebracht. Der Basketballer und die Sängerin nahmen als Paar an Temptation Island teil. Ihre Beziehung hielt dem TV-Format nicht stand. Die beiden trennten sich. Trotz des Liebesaus wurden sie bereits einige Male gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, weswegen Fans spekulierten, ob die zwei nicht wieder zusammen sind. Jetzt klärte Yassin auf, wie er zu Alicia steht. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Alicia und ich uns verstehen, stellte Yassin in seiner Instagram-Story klar. Ihr dürft nicht vergessen, wir kennen uns auch mittlerweile schon knapp 10 Jahre, wir wohnen in der gleichen Stadt und haben viele gemeinsame Freunde, erklärte der ehemalige Kampf der Reality-Stars-Kandidat. Yassin äußerte sich jedoch nicht dazu, ob zwischen ihm und Alicia die Chance auf ein Liebes-Comeback besteht. Doch was müsste die zukünftige Freundin des Sportlers mitbringen? Wer sagt, dass nur der Charakter zählt und Aussehen egal ist, dem glaube ich nicht. Ich schaue schon sehr aufs Aussehen, aber bringt halt auch nichts, wenn der Charakter für den Arsch ist, gab Yassin offen zu.